Hätte ich jetzt Bock drauf. Werde ich mir mal zum Gemüte führen. Ah, scheiße! Ich muss Ben an die Neuzugänge erinnern. Let's go! Ben! Ben, bist du hier? Was ist los? Hallo? 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 Oh, all die Jahre. Ich mag dich so gerne. Du bist einfach wie der rechte Fleck in meinem Herzen. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Komm, lass uns tanzen. Hallo. 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 Oh, ich wollte ja ein Video machen. Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister. Und ja, und heute gibt es mal wieder ein Neuzugänge-Video. Oh, da freuen wir uns doch, oder Leute? Ich zeige euch heute mal wieder, was ich hier so Schönes gekauft habe in der letzten Zeit. Und zwar vom 22.07.2022. bis heute, den 31. Oktober im Jahre 2022. Also das ist der Tag, an dem ich das Video hier gerade drehe. Und ja, es ist wieder einiges dazugekommen. Ich sehe hier eine ganze Menge großes Zeug und das werde ich euch heute zeigen. Und natürlich wieder ein bisschen was dazu erzählen, euch die Preise nennen und vielleicht sagen, warum ich das gekauft habe. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle ganz gespannt und freut euch drauf. Denn ich würde sagen, wir fangen an mit Objekt Nummer 1. Und Objekt Nummer 1 befindet sich tatsächlich in diesem Karton. Ja, hier hat mich nämlich ein wunderbarer Karton erreicht. Und da sind ein paar Gegenstände drin, die man anziehen kann. Also ein paar Klamotten. Ja, das ist doch mal was Neues. Wann kaufe ich mir mal Klamotten, die ich jetzt vielleicht nicht anziehe so unbedingt? Ja, das sind so ein bisschen Sammlerklamotten. Und anziehen, anziehen. Was habt ihr gerade gesagt? Anziehen, anziehen. Ihr wollt, dass ich das anziehe? Oh ja, mach dich nackig. Okay, kein Problem, na denn. Es tut mir sehr leid, aber ich weiß, dass einige unter euch noch unter 18 sind. Daher kann ich euch das leider nicht zeigen. Solltet ihr das aber sehen wollen, ist das Ganze natürlich auf meinem Only Awesome Account vorhanden. Bitte schaut mal rein. Jetzt geht es weiter. Hallo. Euch geht's wahrscheinlich genauso wie mir. Richtig, ich bin kein Typ für Basecaps. Aber das ist kurz scheißegal. Denn was ich euch zeigen wollte in diesem Paket, was ich da hatte, da habe ich mir nämlich ein bisschen Merchandise-Zeug zum Thema Toe Jam and Earl gekauft. Wer das nicht kennt, zwei richtig funky Aliens, was es damals auf dem Sega Mega Drive gab. Und mittlerweile gibt es ja auch einen kleinen, sage ich mal, Nachfolger für unter anderem PC, Switch und so weiter und so fort. Oder auch, glaube ich, auf der PlayStation. Ja, und das Ganze nennt sich Back in the Groove, Toe Jam and Earl. Und da gab es jetzt zum 30-jährigen Jubiläum bei Limited Run Games ein bisschen was an Merchandise. Und weil ich persönlich diese zwei funky Aliens so cool finde, beziehungsweise hier seht ihr sie vielleicht besser, dachte ich mir, komm, das ganze Merchandise-Set ballerst du rein, kaufst du dir, gönnst du dir mal. Ja, auch wenn ich das wahrscheinlich eher nicht so unbedingt tragen werde, weil ich, wie gesagt, finde, dass ich nicht so der Basecap-Träger bin. Aber ich wollte es einfach für die Sammlung haben. Also ich werde es wahrscheinlich auch selten, wenn wahrscheinlich gar nicht tragen. Aber jetzt extra für euch dachte ich mir, komm, ziehe ich mir das mal an. Aber auch das werde ich jetzt hier wieder absetzen. Da sehen wir vorne das Logo von dem 30-jährigen Jubiläum. Sonst an sich natürlich eine sehr coole Cap. Hinten steht auch Toe Jam and Earl drauf. Also wenn man Basecaps mag, ist das bestimmt ganz cool. Aber wie gesagt, das passt immer nicht so zu meinen wunderschönen Haaren. Da bin ich nicht so der Basecap-Typ.
Dann gab es, wie gesagt, dieses coole weiße T-Shirt hier mit diesem riesen Toja mit Earl Logo. Das ist auch eine sehr coole Sache. Also mir persönlich gefällt das sogar sehr gut. Und auch diese richtig coole Jacke, die ist zwar ein bisschen dünn, also für den Winter würde ich sie vielleicht nicht empfehlen, aber auch hier mit diesem coolen Logo oder auch hier mit diesem richtig coolen Schriftzug von den beiden. Also an sich eine sehr coole Jacke. Die lasse ich jetzt einfach mal an für das Video. Da haben wir mal hier ein bisschen Style, wa? Also T-Shirt, Basecap, Jacke. Da gibt es aber noch mehr. Dann gab es hier noch so ein kleines Set mit so einen Karten von Limited Run Games. Ich glaube, das sind 4 Stück. Und das Ganze hier direkt Toe Jam & Earl gewidmet. Die habe ich dazu gekauft. Jetzt überlege ich, wo ich das Ganze hinpacke. Am besten erstmal da. Dann gab es dazu das Tabletop-Spiel. Tabletop Remix. Auch Toe Jam & Earl. Richtig cool. Relativ klein allerdings die Box. Also da muss eine ganze Menge drin sein zum Falten. Also so ein kleines Spiel hier. Auch sehr cool. Und dann gab es ja noch das hier, so eine richtig große Box. Da könnte man fast denken, das wäre jetzt so ein Mega Drive-Spiel in groß. Soweit ich jetzt weiß, ist da drin enthalten unter anderem der Soundtrack zu dem Spiel. Und ich glaube auch so ein Modul, was aber nur so aussieht und jetzt kein Spiel ist oder so, irgendwie sowas, müsste ich jetzt online nochmal direkt nachschauen. Aber diese große Mega Drive-Fülle habe ich da auch mitgekauft. Und eine Sache war da noch. Das ist allerdings auch sogar ein bisschen teurer gewesen. Nämlich das hier. Guck mal, Leute, ein Skateboard. Richtig geil. Ben, der Skateboardfahrer, jetzt geht's richtig funky ab. Aber das ist kein gewöhnliches Skateboard. Nein. Da haben wir hier. Also, das ist ein Deck. Und hier hinten mit Logo von Toe Jam & Earl drauf. Richtig geil. Also, wenn ich Skateboardfahrer wäre und das könnte, ohne hinzufallen, Leute, das wäre mein Board. Richtig cool. War dann aber auch nicht ganz so günstig. Und hier ist irgendwie ein Haar drauf, woher auch immer das kommt. So, ja, also das coole Deck, beziehungsweise Board, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. So, das war das ganze Set. Also, 3 Klamottenteile, Tabletop, Hülle, Soundtrack, Karten, Skateboard-Deck. Das alles zusammen gab es für ungefähr 235,93 €. Klingt ein bisschen viel. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, wa, meine Freunde. So, dann haben wir das abgehakt. Ich werde mal ganz kurz gucken, dass ich das hier mal so ein bisschen beiseite räume. Zack und zack. Sonst habe ich hier nämlich gleich keinen Platz mehr. So, was haben wir als nächstes? Dann haben wir hier Folgendes. Einmal das hier für die Nintendo Switch. Da seht ihr nur 2 wunderbare Augen. Und an der Seite steht es schon. Das handelt sich hier um Pocky and Rocky Reshrined in der Collectors Edition, das Ganze hier in einer großen Box für die Nintendo Switch. Und das Ganze ist sehr cool, denn da gab es auch noch das hier dazu. Ein schönes Plüschtier, ein Raccoon. Sehr, sehr cool von Pocky and Rocky. Ein Plüschtier. Let's go, Leute. Können wir richtig geil kuscheln. Ich bin dabei. Und weil ihr mich ja natürlich kennt, ist das natürlich wieder klar, dass ich auch das Ganze für die PlayStation 4 mitgekauft habe. Also das gleiche für die PS4 und einmal für die Nintendo Switch. Und natürlich hat die PS4-Version auch wieder ein wunderbares Plüschtier dabei. Ich weiß gar nicht, wo ich das Ganze lagern soll, aber scheiß drauf. So, Leute, Pocky and Rocky Collectors Edition pro Box und Plüschtier zusammen habe ich 99,99 € bezahlt, also ungefähr ein Hunderter. Also beides zusammen 199,98 €. So, jetzt muss ich noch ein bisschen gucken, wo ich das Ganze dann hinräume. Einmal hier und einmal da. Die Plüschtiere packe ich schon mal hier hin. Und dann haben wir das Ganze erstmal abgehakt. So, was haben wir als nächstes? Da haben wir hier natürlich etwas, das habt ihr, wenn ihr fleißiger YouTube-Zuschauer bei mir seid, auch schon gesehen. Eine Nintendo Switch OLED im Splatoon 3 Design, welches ich persönlich immer noch sehr, sehr hübsch finde. Also ich mag diese Farbkombination, ich mag auch diesen Farbklecks und diese ganzen Splatoon-Logos auf der Switch und auf der Docking Station. Also das ist schon eine sehr, sehr hübsche Switch, muss ich wirklich sagen. Also die gefällt mir echt gut. Und die habe ich mir gekauft für 312,79 €. Aber eine Switch OLED sollte einfach im Haus sein, Leute. Das muss einfach sein. Richtig geil. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier einmal die Splatoon 3 Tasche, auch passend zu der Switch, auch in den geilen Farben hier. Also wunderbar. Eine Tasche plus dazu natürlich den Pro Controller von Splatoon 3, auch in diesen wunderschönen Farben. Ein sehr geiles Gerät. Ich bin immer noch großer Fan von diesem Controller. Absolut geil, damit zu zocken.
Und diesen Controller und diese Tasche, die ich mir dazu gegönnt habe, das hat dann nochmal 97,20 € gekostet. Klingt jetzt eigentlich auch ein bisschen teuer, aber manchmal ist das halt so. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier etwas. Da habe ich eigentlich auch so ein bisschen die Originalverpackung dazu, aber die ist schon ein bisschen demoliert. Und zwar hier so ein kleines Set mit Figuren von Final Fantasy IX. Da haben wir hier einmal den guten alten Queena. Den kennt man vielleicht noch, wenn man das Spiel auch gespielt hat. Einer der Hauptcharaktere, den man auch im Team hart leveln kann und so weiter und so fort. Der immer alles aufmampfen möchte. Und dazu gab es noch einen kleinen Frosch, den man sich dann so dazustellen kann. Und auch diesen Charakter hier, jetzt weiß ich gerade gar nicht den Namen. Es tut mir sehr leid. Ich blende es euch ein. Irgendwas mit E. Enya? Enya? Irgendwie so ähnlich. Ein kleines Mädchen mit magischen Kräften und einer wunderbaren Zauberflöte. Das ist so ein Figurenset. Da gibt es übrigens auch noch ein paar verschiedene Hände und Sachen, die sie irgendwie tragen können und anziehen können und sowas zum Ändern. Normalerweise könnte man hier an den einen Charakter, da würde so eine Plattform sein, die glaube ich auch dabei ist. Und da gehört eigentlich noch so ein Kubo ran, so ein Mogri, der hier hinter so schweben würde. Der fehlte leider in dem Set und deswegen war das Ganze auch ein bisschen günstiger. Aber ich finde so eine Figur immer wieder cool, vor allen Dingen auch wenn sie original sind, um sie sich irgendwo so in den Schrank zu stellen. Und da habe ich gesagt, also scheiß mal drauf, dass da was fehlt, aber allein das hier ist doch cool genug, dass ich mir das irgendwo hinstellen kann. Da bin ich großer Fan von. Ich habe nur leider nicht immer so viel Platz und die Sachen sind noch meistens zu teuer, deswegen habe ich da auch nicht so viel von. Aber das Set war dann doch ein bisschen günstiger, wie gesagt, und dann hat das Ganze 36,95 € gekostet und normalerweise kostet das um die 70, 80 €. Und dann habe ich gesagt, okay, für den Preis nehme ich das mal mit, habe ein paar coole Figuren hier zum Hinstellen. Finde ich gut. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier ein sehr cooles Set. Das habt ihr eventuell schon auf Instagram gesehen, wenn ihr mir da folgen solltet. Und zwar das hier. Bayonetta 3 in der Trinity Masquerade Collector's Edition oder so ähnlich. Also eine ziemlich große Box, wie man hier sehen kann, mit Bayonetta drauf, der dritte lang erwartete Teil. So sieht die Box von hinten aus. Ich habe sie auch noch nicht aufgemacht oder ähnliches. Das ist hier die Special Edition zu dem Spiel. Sehr, sehr cool. Ich habe es also so gesagt noch nicht gespielt. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem Spiel schreiben, wenn ihr es schon habt und gespielt habt. Würde mich mal interessieren. Und dazu gab es hier übrigens auch noch dieses wunderbare Bayonetta 3 Steelbook. Wenn man sowas mag, das war dabei für die Switch. Ist euch auch noch ungeöffnet. Sehr cooles Teil. Ich bin ja nicht so der Steelbook-Fan. Aber was man hat, das hat man, weil das nimmt man mit. So, und allein dafür bezahlt habe ich 79,99 €. Ich habe mich gewundert, dass manche irgendwo immer gesagt haben, dass das ganze Set irgendwas mit 89 kostet, aber ich habe ganz normal online 79,99 € bezahlt. Also ich weiß es nicht, wo ihr bestellt, aber das ist der Preis standardmäßig, den ich hier gefunden habe und bezahlt habe. Also Bayonetta 3. Hat das schon jemand gespielt? Gerne in die Kommentare. So, dann haben wir hier was, das kennt vielleicht wieder nicht jeder von euch. Ich werde mal hier so ganz so ein bisschen aus der Hülle rausholen, sonst seht ihr das so schlecht. So, wenn es denn raus möchte, ja, da haben wir es. Und zwar haben wir hier ein Game Boy Advance Modul von Remute und zwar Unity. Das ist wieder so ein Modul, wo verschiedene Lieder drauf sind. Ja, so Chip-Style, Sounds, Chip-Tuning. Richtig cool gemacht. Ich bin ja großer Fan von sowas und Remute macht richtig coole Songs. Da gibt es auch das Super Nintendo Modul, N64 Modul, Mega Drive Modul und so weiter. Der hat schon auf allen möglichen Plattformen, sage ich mal, Sounds gemacht und rausgebracht. Immer wieder geil. Und dann kam das hier raus für den Game Boy Advance. Da ist sogar so ein Video mit drauf. Und Unity, auch ein sehr cooles Lied, höre ich super gerne. Und das wollte ich mir einfach gönnen, da ich so teilweise fast alle anderen Module auch habe. Und ich habe mir das Bundle hier gekauft, welches ein bisschen teurer war, denn hier haben wir auch noch die Hi-Res-Version, nämlich noch eine Schallplatte dazu von diesem ganzen Song hier, Remute Unity oder von dem Album besser gesagt. Also das Ganze hier in so einer kleinen LP plus, wie gesagt, diesem Modul. Wollte ich haben, fand ich geil, bin ich dabei und bezahlt habe ich dafür auch ein bisschen mehr, 44,99 €, klingt vielleicht ein bisschen hoch, aber ja. Das lag auch, glaube ich, ein bisschen an der Schallplatte, aber das war so ein bisschen geil limitiert. Das nehme ich mit, weil das Lied gefällt mir auch wirklich. Also haben wir das mitgenommen. So, dann haben wir hier was. Das Ganze ist aus Japan, nämlich The Legend of Zelda Link's Awakening für den Original Game Boy in der japanischen Variante.
Sehr cooles Teil, alles dabei, Anleitungen, Modul, Inlay und eine Verpackung, die auch noch sehr gut aussieht. Das Ganze habe ich mir mal gegönnt, weil ich ja Zelda-Fan bin und so. Und das Ganze gab es für 32 Euro. Das habe ich bezahlt und da habe ich das Ganze gerne mitgenommen. Dann haben wir hier was, das habe ich mal in einem Livestream so mal aus Spaß ausgepackt, Live-Unboxing, weil das in dem Moment auch gerade angekommen ist, nehme ich das hier. Lufia, The Legend Returns für den Game Boy Color. Das Ganze, wie ihr vielleicht hier schon sehen könnt, ist die amerikanische Version, die US-Version. Das Ganze wäre für mich natürlich jetzt in der PAL-Version vielleicht ein bisschen besser, da hätte ich das vielleicht sogar ein bisschen lieber. Aber ich habe dann diese Version hier zu einem guten Preis gesehen, auf die Schnelle. Und dann habe ich zugeschlagen, das Ganze ist auch komplett super Zustand, wie ich finde. Und ich bin ja großer Lufia-Fan, aber ich habe ehrlich gesagt diesen Teil nicht gespielt. Ich habe das immer nur auf der Super Nintendo gespielt und nenne mich dann immer Lufia-Fan. Eigentlich bin ich dann nur Fan von dem einen Spiel, würde ich sagen. Aber ich müsste eigentlich auch mal den Teil und auch mal den GBA-Teil spielen, den ich leider noch nie besessen habe, weil der immer zu teuer ist. Aber hätte ich an sich trotzdem ganz gerne hier. Aber ja, Lufia, Legend Returns. Hat das jemand gespielt? Na, ihr wisst Bescheid. Gekostet hat das Ganze nämlich 120 Euro. Klingt das mal viel, aber für diesen Zustand, dieses Spiel, ist das schon okay. Also das ist eigentlich doch ein etwas hochpreisiger Titel, nennen wir es mal so. Ja, Lufia, The Legend Returns als nächstes Spiel hier. Dann habe ich hier noch was für den Game Boy Advance. Final Fantasy 1 und 2 Dawn of Souls. Dazu kann ich gleich sagen, das ist kein Spiel, sondern nur die Verpackung, Inlay und Anleitung. Also das Spielmodul würde mir hier, jetzt hierzu fehlen, falls das eventuell einer übrig hat. Ja, das Ganze habe ich mir mal mitgenommen, weil mir der Zustand gefallen hat und der Preis war soweit auch okay. Und bezahlt habe ich dafür 30 Euro. Jetzt brauche ich noch relativ günstig das Modul und dann habe ich das Ganze komplett wieder da. Also das war für mich soweit okay. Da habe ich gesagt, komm. Da gönnst du dir mal. So, dann haben wir hier ein Spiel. Das habt ihr eventuell in der Roomtour schon mal kurz gesehen. Ja, ich muss mal gucken. Das hat hier nur Dreck. So. Das hier. Ein Nintendo Switch-Spiel von Touhou. Irgendwas mit Scarlet, irgendwas. Ich blende euch den Namen einmal ein, weil ich kann ihn jetzt wahrscheinlich gerade nicht auswendig. Das Ganze kommt aus Japan, ist hier so eine Special Edition. Gibt es, glaube ich, bei uns zum digital runterladen. Allerdings nicht in so einer coolen Retail-Box und Special Edition schon gar nicht. Und hier steht irgendwas drauf: Scarlet Symphony Original Soundtrack ist hier mit drin. Dann hast du hier so ein Artbook mit drin. Hier steht, glaube ich, sogar der Name: Comajo Remilia Scarlet. Und ja, so ähnlich. Das ist, glaube ich, auch der Charakter, den man hier vorne sieht. Ich glaube, es ist die hintere hier. Und das ist ein Spiel, wo ich das gesehen habe. Das ist so ein bisschen wie Castlevania Symphony of the Night. Und da war ich dann ja doch ein bisschen hellhörig. Und das hat mir auch ganz gut gefallen, so vom Aussehen her. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Eventuell werde ich mir das runterladen, um es zu zocken, weil das hier ist irgendwie zu schade zum Auspacken. Aber ich wollte es haben. Ich fand es geil. Die Box gefällt mir auch. Musste ich zugreifen. Für 65,79 € habe ich mir das Ganze einfach mal gegönnt, um es mir hier hinzustellen. So, weiter geht's. Dann haben wir hier nochmal Pocky and Rocky Reshrined. Das Ganze hier in der deutschen Version, PAL-Version für die Switch, damit ich das hier auch zocken kann. Da muss ich meine Collector's Editions nicht auspacken. Wer das Ganze nicht kennt, Pocky and Rocky gab es schon auf dem Super Nintendo. Ich weiß nicht, ob es das früher auch schon noch früher gab, aber ich glaube nicht. Man spielt da so Charaktere, wirft da mal so Karten umher. Das ist wie so ein Run and Gun. Du siehst dich halt von oben, läufst durch die Level, ballerst alles ab, sammelst Power-Ups ein, haust die ganzen Gegner weg. So ungefähr, das Ganze geht auch Multiplayer und ich fand das Ganze cool, dass das jetzt nochmal für uns hier rausgekommen ist, weil das war immer so bei uns jetzt nicht so bekannt teilweise. Aber jetzt geht's hier nochmal richtig los. Pocky and Rocky, let's go, finde ich geil. Wollte ich nehmen, wollte ich haben und der Preis hat auch gepasst, denn das waren 19,60 €. Für den Preis ist das okay. So, dann haben wir hier etwas, was ich eigentlich auch schon lange in der Sammlung haben wollte, aber nicht gekauft habe, weil ich es digital schon habe und gespielt habe. Habe ich ein bisschen gewartet mit der Retail-Variante, aber jetzt habe ich sie auch hier. Und zwar das hier: Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda. Ja, das ist so ein Musikspiel, so ein Rhythmusspiel, wo du trotzdem die Ansicht so von oben hast und du musst halt so im Beat, bewegst du dich immer so Stück für Stück und greifst an und dann können die Gegner auch eine Aktion ausführen, sowas.
Das ist auch ganz cool. Ich habe das auch damals durchgespielt. Ja, ich bin immer auch überrascht, dass diese, sage ich mal, dieses Franchise Crypt of the NecroDancer wirklich mit dem Zelda-Universum arbeiten durfte. Aber das passt wirklich gut und das ist richtig cool, das Spiel. Und nein, ich habe nicht das bezahlt, was draufsteht, sondern ich habe es für 15 € bekommen. Und dafür war es dann okay, dass ich es endlich jetzt hier habe, da ich es sehr, sehr cool finde und natürlich unterstützen möchte. So, dann haben wir hier das nächste. Da überlege ich mal, wie ich das mache. Das machen wir mal so hier. Und zwar wieder was von Limited Run Games, nämlich die Castlevania Anniversary Collection hier in der Collectors Version, die richtig geil aussieht, wie ihr das vorne seht, da mit dem Mond und Dracula und Simon Belmont ist das, glaube ich. Super coole Box, die richtig cool gemacht ist. Man hat auch lange wieder drauf gewartet, bis man diese bekommt. Also die sieht einfach richtig, richtig wunderschön aus. Hier hinten die ganzen Spiele drauf. Sehr, sehr, sehr coole Box. Also muss ich wirklich sagen, da haben sie sich große Mühe gegeben. Und das ist einfach die Collectors Edition von der Castlevania Anniversary Edition, die man auch digital wieder runterladen kann, wenn man möchte. War auch teilweise schon relativ günstig. Und da drin hast du Spiele wie Castlevania 1, Castlevania 2, Castlevania 3 vom NES, Super Castlevania 4 ist drauf. Dann Bloodlines vom Sega, Mega Drive, Castlevania Adventure, Belmont's Revenge und Kid Dracula vom Game Boy sind hier auch enthalten. Also eine sehr coole Box, vor allen Dingen für Castlevania-Fans. Tolles Spiel. Und da haben wir hier die Collector's Edition. Das Ganze hier für die PlayStation 4. Ich muss das mal hier irgendwie irgendwo beiseite stellen. So. Und dann habe ich übrigens das Ganze nochmal hier für die Nintendo Switch. Also da war die Nintendo Switch-Version und die PlayStation 4-Version. Und dann natürlich zusätzlich das Ganze nochmal in der Standard-Retail-Version von dort. Also das hier ist dann nur das Modul mit Hülle ohne Collector's Edition. Aber auch das wollte ich einfach haben, weil ich auch ein Castlevania-Fan bin. Sehr cooles Stück. Und das Ganze gab es dazu. Jetzt muss ich mal kurz raussuchen, da gab es nämlich noch was dazu. Moment, Moment, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Habe ich das überhaupt doch hier? Ich wollte gerade sagen, wo ist es denn? Und zwar das Ganze auch nochmal für die PS4, auch in der Castlevania Standard Anniversary Collection. Und hier muss ich auch mal gucken, warum ist denn hier überall so Staubflusen drauf? Das geht ja nicht. Ja, also Castlevania, PS4, Switch, PS4 Collector's Edition, Switch Collector's Edition, also vier Sachen. Und bezahlt für das ganze Set habe ich 419,99. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich mir da die Dollaranzahl oder die Euroanzahl aufgeschrieben habe. Also sagen wir so ungefähr um die 400, so irgendwas, habe ich ungefähr dafür bezahlt. Das klingt wieder ein bisschen teuer, ja, aber es ist Castlevania und ihr habt ja gesehen, die Collector's Editions, die sehen auch leider sehr geil aus. Muss man einfach sagen. So, was haben wir jetzt? Jetzt wird's gruselig, Leute. Passend zu Halloween haben wir nämlich hier nochmal Collector's Editions von Limited Run Games. Zombies Ate My Neighbors und Ghoul Patrol. Zwei Super Nintendo-Spiele, die ja nochmal für die Switch und PS4 und so weiter online gemacht wurden zum Runterladen, zum Zocken, was ich immer noch sehr cool finde, da ich Zombies Ate My Neighbors sehr geil finde, die Musik geil finde, das Gameplay mag. Und das ist einfach ein absoluter Kultklassiker. Und das Ganze haben wir hier in der Collector's Edition. Sehr, sehr cool für die Nintendo Switch. Dabei lag übrigens auch noch diese 3D-Brille. Die habe ich hier oben liegen. Die wollte ich jetzt extra rausholen, aber die war auch dabei bei der Box. Also sehr, sehr cool. Das haben wir einmal hier. Und dazu, ihr kennt mich, Leute, ihr wisst Bescheid. PS4-Version, das gleiche nochmal, weil ich das einfach so hart feier. So, diese beiden wunderschönen Boxen plus jeweils diese tollen 3D-Brillen plus, ihr kennt mich natürlich, die Standard-Switch-Version von dem Spiel. Natürlich sieht man hier auch ein sehr cooles Cover. Das hier oben übrigens mit der Frau und den Zombies da im Hintergrund, das ist auch von dem amerikanischen Cover von dem Spiel. So sah das damals auf der Box auch wirklich aus. Und auf der großen Box hier, da sieht es mehr so ein bisschen aus wie das in der deutschen Version. So grün und so weiter, ihr wisst Bescheid. Und da sehen wir auch die Rückseite. Also das hier noch dazu und eben natürlich auch wieder für die PlayStation 4. Das ganze PS4, Switch, Standard, Collectors. Vier Dinger, vier Boxen, vier Games. Geiler Shit. Was habe ich bezahlt? 240 € insgesamt. Und das ist, wenn ich mir so die Preise der Sachen jetzt angucke, war das so gute Investition. Bitcoins, ich komme. Nein, Spaß.
So, was haben wir noch? Dann haben wir hier noch was für die PS4. Jetzt gibt es ein bisschen PS4-Stuff hier. Da haben wir hier Dragon Ball Xenoverse 2. Das habe ich nie gehabt. Ich hatte mal den ersten Teil und irgendwie hat mir der zweite mal gefehlt. Und dann kam vom zweiten, der wird ja immer noch unterstützt mit DLC, was ich schon etwas beeindruckend finde. Und da habe ich letztens das erst wieder gesehen und dachte so, ja, irgendwie hast du das nicht. Das soll eigentlich ganz gut sein. Vielleicht holt sie dir das mal. Und jetzt habe ich es mir einfach mal gegönnt. Xenoverse 2, bezahlt habe ich dafür 9,99 €, also auch relativ wenig. Und das ist doch super. Haben wir was dazu. Dann haben wir hier ein Spiel, das habe ich noch nicht ausprobiert. Da haben wir hier Death's Gambit für die PS4. Ja, das ist so ein 2D-Spiel, was so ein bisschen, glaube ich, auch wie Dark Souls und sowas sein soll. Ich glaube, es war auch eins der Spiele, die so ein bisschen schwerer sind, wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf jeden Fall ist es so ein 2D-Spiel, erinnert auch so ein bisschen an so Sachen wie Blasphemous, wenn euch das was sagt, oder halt auch so eine alten Castlevania-Spiele oder sowas. Aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich habe aber gelesen, dass es eigentlich ganz gut sein soll. Und hier steht auch schon drauf, mach dich gefasst, mehr als einmal zu sterben. Also ja, es wird wohl nicht ganz so leicht sein, aber das sah ganz cool aus. Und für den Preis, für den ich es bekommen habe, da dachte ich mir, komm, guckst du dir mal an. Ich habe mir das Ganze übrigens zweimal gekauft, weil ich eins dann vielleicht sogar sealed lassen wollte und eins zum Spielen dann haben will. Und da habe ich das mal mitgenommen. Pro Spiel habe ich da übrigens 4,99 € bezahlt, also ein Fünfer, und da kannst du das auch mal mitnehmen und mal anschauen, wa? Da kann man doch mal hinkicken. So, genug gedeutscht hier und jetzt geht's weiter. Da haben wir hier Planescape Torment mit Icewind Dale. Zwei Rollenspielklassiker, die damals auf dem PC waren, die ich auch zu Release-Zeiten so ein bisschen damals auch mal gesehen habe und eventuell mal kurz gespielt habe. Und das Ganze kam ja auch jetzt nochmal neu raus für die Konsolen unter anderem. Und da haben wir hier das Ganze für die PlayStation 4. Und das hat gekostet 3,81 €, also sehr wenig. Da ist das okay, dann nimmt man das mal mit. Dann haben wir hier noch die Enchanted oder Enhanced Edition von Neverwinter Nights. Das ist ebenfalls so ein altes PC-Spiel, was jetzt nochmal auf die Konsole gekommen ist. Also da brauche ich auch nicht so viel dazu sagen. Ich hoffe, das kennen die meisten von euch. 3,69 €, absoluter Schnäppchenpreis. Und hier natürlich die absoluten Klassiker, Baldur's Gate 1 und 2. Auch hier nochmal für die Konsole. Absolute alte Klassiker. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich eigentlich vom Spielen her, würde ich glaube ich die bevorzugen, die es dann auf der PS2 gab, die so ein bisschen wie Diablo vom Spielen her waren. Das hier sind ja wirklich noch ältere, sage ich mal so mehr oder weniger, ein bisschen Point and Click, ein bisschen Strategie kämpfen, viel Story, viel lesen. Aber so an sich von der Geschichte her sollen die wirklich tippitoppi sein. Also richtig geile Spiele. Und das habe ich mir auch nochmal gegönnt. Und das Ganze gab es für 7,38 €. Das war ein bisschen teurer als die anderen Spiele. Liegt wahrscheinlich einfach daran, weil Baldur's Gate geil ist. So. Was haben wir noch? Dann haben wir hier, das habe ich mir auch mal gegönnt, weil ich das vielleicht auch mit Steffi dann zusammenspielen wollte. Unravel. Unravel 1 und 2 im Yarny Bundle. Das sind ja zwei ganz niedliche Spiele, wo du so ein kleines Fellwollknäuel spielst und da so durch Welten läufst und kleine Rätsel hast und dann gucken musst, dass deine Struppe noch reicht und du da wieder ein bisschen Wolle findest und das ist so ein bisschen in der echten Welt, so rennst du da rum. Sehr cool, der zweite Teil geht dann sogar zu zweit, wo man da zu zweit diese Rätsel löst. Dachte ich mir, kann man sich ja mal gönnen, kann man sich ja mal ankicken. Ist auf jeden Fall ganz niedlich gemacht und bezahlt. Dafür habe ich übrigens 19 €. Das ist doch okay. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier was für die PS4, was ich mir geholt habe, um mir das mal irgendwann mit VR anzuschauen. Nämlich Star Wars Squadrons, ja, ein Star Wars Spiel für VR. Vom Hören her, von damals habe ich so gehört, dass das richtig cool sein soll in VR, vor allem wenn man diese ganzen Star Wars Sachen mag und vielleicht diese Star Wars Raumschiffe und die ganzen Geräusche, wenn die da rumlasern und so. Das stelle ich mir auf jeden Fall sehr cool vor. Das werde ich mir auch noch anschauen in VR. Ich bin ja eigentlich ein VR-Fan, ich finde das cool. Und das Ganze gab es jetzt für einen Fünfer und komm, dann nimmst du das endlich mal mit. Da habe ich jetzt so lange gewartet auf einen guten Preis. Jetzt war er da. Ich bin gespannt. Wenn das schon mal jemand gespielt hat, gerne Bescheid sagen, ob es empfehlenswert ist. So, dann habe ich mir ein kleines Bundle gegönnt. Einfach mal so drei Spiele mal zusammengekauft. So. Spiel Nummer 1 haben wir hier: Deadlit in Wonder Labyrinth Record of Lotus War für die PS5. Das Ganze habe ich auch schon in der japanischen Variante mir geholt. Jetzt habe ich das Ganze hier auch in der PAL-Version.
dass ich das Ganze auch verstehe und spielen kann hier. Richtig geil. Auch sowas wie Castlevania Symphony of the Night, so ein bisschen vergleichbar. Da bin ich auch eigentlich sehr gespannt drauf. Dann gab es dazu Dev Smiles 1 und 2 für die PS4. Das habe ich damals noch auf der Xbox gespielt. Das ist so ein Hell Bullet Shooter oder Bullet Hell Shooter, so rum. Rumfliegen mit Hexen, alles abschießen, nicht getroffen werden. Achtung, schwer. Richtig geile Spiele. Das wollte ich auch unbedingt haben. Sehr cool. Und dann habe ich mir noch das hier geholt. Infernax oder Infernax oder wie auch immer man das ausspricht. Das habe ich auch nur mal so gesehen und davon Gutes gehört. Das sieht immer so ein bisschen aus wie Goblins, Ghosts and Goblins oder sowas. Aber auch so ein bisschen brutal, so irgendwie da so Pixelgrafik, wie du da mit deinen Streitkolben da Zombies die Mütze einhaust und so. Da gab es so coole Szenen und das soll auch, glaube ich, gar nicht so leicht wieder sein, aber das habe ich mir dann auch mal mitgenommen. Also diese drei Spiele zusammen im kleinen Bundle. Bezahlt habe ich dafür 87,18 € und dann habe ich mal drei coole Spiele hoffentlich. So, dann haben wir hier noch was für die PS5. Ghost of Tsushima, der Director's Cut. Ich habe das Ganze eigentlich schon auf der PS4 gehabt, jetzt habe ich hier aber die PS5-Version mir mal gegönnt. 35 € hatte ich dafür bezahlt und Ghost of Tsushima, ich kann es euch nur ans Herz legen. Absolut geiles, geiles Spiel. Macht super viel Spaß, die ganze Welt dazu erkunden, die ganzen Aufträge zu machen. Tolles Gameplay, Alter, das ist der Wahnsinn. Also ich hoffe wirklich, dass da ein zweiter Teil kommt, weil da habe ich mich ein bisschen drin verliebt, muss ich sagen. Ich war anfangs skeptisch, ich wusste nicht, ist das überhaupt was für mich? Ich habe es gespielt, ich fand es geil. Absolut top. Geiles Spiel. So, dann haben wir hier was Schönes an Sachen Rollenspiel. Tales of Arise. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es ist wahrscheinlich ein sehr großes, tolles, langes Rollenspiel. Tales-Spiele sind ja immer eigentlich relativ gut, würde ich sagen. Also ich kenne jetzt, glaube ich, keins, was Schlechtes. Berichtigt mich. Tales of Arise ist momentan noch der neueste Teil, glaube ich. Und bezahlt habe ich dafür jetzt 18 €. Komm, dann nimmst du das mit und dann kann man sich das auch mal gönnen und mal anschauen. Dann haben wir hier The Last of Us Part 1 Remake. Wo viele ja gesagt haben, hat das so ein Remake gebraucht, aber es sieht einfach wirklich geil aus. Einfach auch die ganzen Animationen, wie die Leute da aussehen, die Story kommt noch besser rüber. Auch das Gameplay wurde ja ein bisschen verfeinert, die Gameplay-Sachen des Gegners, die KI. Alles ein bisschen angepasst. Sehr geiles Spiel. Haben wir auch zusammen im Stream durchgespielt. Danke nochmal an alle, die dabei waren. Und dafür habe ich bezahlt 35 € und den Rest davon haben meine super, super netten, ich sag jetzt mal, Zuschauer, Fans, Freunde und so, mich ein bisschen unterstützt, dass wir uns das Ganze holen und dann auch streamen. Also Dankeschön dafür nochmal. The Last of Us Part 1 Remake. Habt ihr das denn gespielt? Schreibt es in die Kommentare. So, dann haben wir hier noch was Schönes und zwar Death Stranding, der Director's Cut für die PS5. Das Spiel von Hideo Kojima, welches teilweise nicht so gut dann ankam und mehr oder weniger als Amazon-Lieferantspiel bezeichnet wurde. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Die Grafik ist, glaube ich, gut. Gameplay weiß ich nicht. Ich muss mir das wirklich mal ansehen. Ich habe es nicht auf der PS4 gespielt. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich gleich diese Version dann hier mal ausprobieren. Aber für einen guten Preis wollte ich mir das mal mitnehmen, denn ich habe dafür 10 € bezahlt. Und dann, hallo, 10 € hier. Ihr wisst Bescheid. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier das Vorletzte für heute schon, nämlich Spider-Man Miles Morales oder Morales oder wie auch immer in der Moment Ultimate Edition. Ja, das habe ich mir geholt, weil der Preis gut war und weil hier auch von dem ersten Spider-Man für die PS5 dann nochmal der Code bei war. Also für Spider-Man Remastered gibt es jetzt digital, habe ich auf der PS5 drauf, plus das hier noch dazu und kann die Spiele auch mal nachholen, denn ich habe sie nicht gespielt gehabt und ich habe Spider-Man das Remastered auch schon angefangen und es wirkt sehr, sehr cool, macht sehr viel Spaß, in der Stadt rumzuschwingen. Mein Spinnensinn klingelt ständig. Richtig geiles Spiel, also ist wirklich gut und gekostet hat das Ganze 25 € für das Remastered plus das hier. Na, da sage ich nicht nein. Und das Ganze war noch neu, also da habe ich mir das dann auch gegönnt. Und das Letzte für heute ist Alan Wake Remastered für die PS5. Das ist auch noch eingeschweißt hier. Alan Wake, muss ich sagen, habe ich nicht gespielt gehabt früher. Gab es, glaube ich, auf der 360, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, das ist jetzt die Neuauflage davon. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben. Ist ja auch so ein bisschen horrormäßig mit Licht und sowas. Eventuell spiele ich das auch mal mit Lisa dann zusammen im Stream. Mal schauen, ob das was für uns wäre. Könnte man ja mal drüber nachdenken.
Aber das habe ich dann auch jetzt in der Sammlung und das Ganze hat mich 8 Euro gekostet und das ist doch ein guter Preis, würde ich sagen. So, jetzt habe ich viel geredet, viel gelabert. Leute, ich muss sagen, das war's. Ich habe euch alles gezeigt, was ich hier Schönes habe und das gab es in letzter Zeit dazu bei mir. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der einen oder anderen Sache in den Chat. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Video, Livestream oder was auch immer auf YouTube, auf Twitch, auf Instagram, wo auch immer wieder. Ihr dürft mir gerne folgen, ihr dürft gerne abonnieren und ihr dürft auch gerne auf Twitch bei Livestreams dabei sein. Schaut gerne rein, Leute. Ich habe euch alle lieb. Ich bedanke mich schon mal für alle Daumen nach oben oder Daumen nach unten, was auch immer ihr mir gebt oder auch jedes Kommentar ist von mir geherzt. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Bannermeister. Macht's gut. Stay awesome und einen schönen Tag gewünscht. Tschüss.